So, meine lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Silent Ghost Demolition. Ich weiß jetzt nicht, warum er mir das jetzt mitteilen möchte. So, meine lieben Kinderchen, ihr werdet wahrscheinlich an diesem wunderschönen Lichtstrahl hier erkennen. Ich bin, die Sonne steht auf mich quasi, deswegen versuche ich ein bisschen auszuweichen, sobald ich das noch sehen kann. Mäuse, es geht direkt weiter, Organparty. So, genau, sie sollte ihn ablenken, den Makler. Die Kira. Das nenne ich Timing, Prof. Bin gerade angekommen. Wenn Sie sich unauffällig herumdrehen, können Sie mich sehen. Okay, gut. Wie er da steht. Ich mag ihn. Ich mag ihn. Das ist auch ein bisschen stalky, ne? Kira. Hören Sie auf, so laut zu rufen. Sie verraten uns doch. Hat sie echt gerufen. Einmal mit Profis. Das fängt ja schon gut an. Ja, eigentlich muss ich... Kiara, ich glaube an dich. Bitte vermassel es nicht, Kiara. Das ist lieb von dir. Ja, ja, genau. Muss man nicht immer gleich so ausmotzen, ne? Jetzt komm mir ja nicht so, Tomji. Was? Wieso denn nicht? Die brauchen ein bisschen Motivation. Ich gehe jetzt rein und melde mich, sobald Kiara ihn rausgelockt hat. Ist noch dieselbe, ne? Ja. Kiara. Ist eine Granate. Sie findet garantiert einen Weg. Natürlich tut sie das. Warum ist er so gelangweilt? Fast vergessen, wie verschossen du in sie bist. Ja, stimmt. Da war ja was. Ich drück beide Daumen. Oma Elke, Alter. Prost, Henry. Und ich stoß auf euch an. Das bringt Glück. Muss gestehen, Henry ist gar nicht so verkehrt, wie ich dachte. Bin sozusagen Gin und weg. Aha, siehst du, jetzt lippt das auf diese Weise, ne? Ja, ja. Ihr beiden seid wirklich unglaublich. Na, was sagt man denn dazu? Dass wir das nochmal erleben dürfen. Was sagt man dazu? Der Prof ist nun im Büro. Die Show kann beginnen. Kiara goes to Hollywood. Action. Hm? Gut, gut, gut. Diese Dingenszimmer, ne? Diese Bilder, die finde ich mega. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Viel Glück. Toi, toi, toi. Break your neck. Ich finde dieses Tai, Tai, Tai total dämlich. Viel Glück. Komm. Ditto. Was auch immer Sie da gerade für einen Lärm machen, Kiara. Was? Er hat sie bemerkt und es ist nun auf dem Weg nach draußen. Ich drücke euch ganz fest die Daumen. Und ihr erst. Ich finde die Oma Elke so geil. Prof, geben Sie Bescheid, sobald Sie am PC sind. Stehe davor und er ist eingeschaltet. Das ist schon mal sehr, sehr klasse, oder? Schlechte Nachrichten. Es gibt hier keine IP. Was? Hä? Der PC ist mit einem Passwort gesperrt. Komm, Tomji, hau raus. Lass Hans die Hanse knacken. Lass knacken, Hanse. Hanse knack. Sven Bechtel. Ja, okay. Wieso könnten wir nicht einmal Glück haben? Okay, das war's dann wohl. Wolf? Wolf. Er denkt schon nach. Brain, brain.
Mit viel Glück hat er keins eingestellt. Drücken Sie einfach mal auf die Enter-Taste. Das ist die große Taste auf der rechten Seite mit dem Pfeil. Okay. Ich mag nicht mehr der Jüngste sein. Allerdings weiß ich, wie man einen Computer benutzt. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Da war doch Chiara im Hintergrund zu hören. Das läuft gut bei dir. Was macht die da? Warte mal, nochmal zu hören. Ich mag nicht mehr der Jüngste sein. Allerdings weiß ich, wie man einen Computer benutzt. Was treibt die Maus denn da nur? Tatsache, ich bin drinne. Wie finde ich nun diese IP? Gehen Sie in Systemeinstellungen. Okay. Zu viel. Ja, wir haben Sonntag, ne? Alkohol wirkt noch. Oh Gott, irgendetwas stimmt nicht. Ich wär's gut mit diesen Flimmern da. Ich meine, wir sollen nichts anderes als darstellen. Huch, was ist das denn? Ach, Jumpscare. Oh! Alter, was ist das denn? Hoppla, da ist was schiefgelaufen. Unerwarteter Fehler. Es ist ein unerwarteter Fehler aufgetreten. Bitte laden Sie die Seite erneut und versuchen Sie es noch einmal. Um weitere Unterstützung, bla bla bla. Krass, ne? Heftiger Shit. Naja, aber ist es sein Desktop-Hintergrundbild? Dann ist er ziemlich unheimlich, dieser Sven Bechtel. Dann ist mit ihm ja auch irgendwas nicht ganz koscher, ne? Oh nein, das ist Gabriele tatsächlich, ne? Lassen Sie sich nicht von ihr abhalten. Bleiben Sie ruhig, Prof. Sie kriegen das hin. Ist es echt Gabriela, wa? Ich dachte, das wäre so ein krasses Desktop-Hintergrund-Ding. Leichter gesagt als getan. Sie hat das System. Sie hat die Systemeinstellung blockiert. Wolf, was kann ich nur tun? Gehen Sie ins Internet und rufen Sie folgenden Link auf. Mein Gott, aber Chiara muss aber lange Aufmerksamkeit erregen da, ne? meineip.de. Eine Sekunde. Momentchen, Momentchen. Bei manchen Jumpscans erschreckst du dich, bei manchen nicht. Ich finde den Internetbrowser nicht. Es ist jetzt zum Verrücktwerden, wa? Gehen Sie in den Programmordner. Beeilen Sie sich, Prof. Schon gut, ich hab ihn. Möp, möp. Ich habe die Webseite aufgerufen. Da ist ein Ladebalken. Erst 30%. Dauert kurz. Hoffentlich reicht die Zeit. Das wird verdammt knapp. Das wäre auch zu einfach gewesen. Chiara macht das schon. Darum geht es. Es hängt alles von Chiara ab. Oh, sie ist schon fertig mit den Leermachen? Mist. Von wegen, es tut mir leid, aber ich konnte ihn nicht länger aufhalten. Achtung, Prof, er kommt. Shit, die fliegen auf. Prof, sie müssen weg vom Rechner. Halt ihn noch ein paar Minuten auf, Chiara. Keine Chance, ich hab alles versucht. Hoffentlich geht das gut. Chiara, bekommst du irgendwas mit? Einen Moment. Voll spannend, oder?
Los, sag was. Hab an der Tür gelauscht. Ich höre sie reden, verstehe aber kein Wort. Oh. Scheiße, es ging schief. Alles gut, kann gerade nicht schreiben. Meld mich gleich. Oh mein Gott, jetzt dauert das noch so lange, bis ich Prof meld. Oh Gott, hoffentlich hat er die IP. ID. Es heißt IP, also es heißt IP, Kiara. Kiara. ID, IP, hey. Jetzt heißt es Daumen drücken. Kiara, wie hast du ihn jetzt eigentlich abgelenkt? Würde ich ja der auch gerne mal wie sehen. Ich hatte noch eine Flasche Wein im Auto. Ich habe so getan, als wäre ich stockbesoffen. Und habe lauthals im Hausflur rumgegrüllt. Er kam dann raus und hat mich erst total angepumpt, dass ich verschwinden soll, sonst ruft er die Polizei. Ich hatte dann einfach angefangen zu weinen und ihm erzählt, dass ich meinen Freund gerade mit einer anderen erwischt habe. Du bist einfach der Hammer. Ich würde diese Lücke gerne füllen. Cedric. Schon klar, Cedric. Aber ich kann euch sagen, das war eine mega peinliche Nummer. Ich befürchte, die Bewohner einer Etage darüber hat es auf Handy aufgenommen. Tja, das ist nun mal eben halt Pech. Mit peinlichen Erlebnissen hast du doch Erfahrung, Süße. Ich sag nur, Prep-Kurs. Oh, komm schon, Jonathan, lass es endlich gut sein. Kiara, das wirst du jetzt wohl ein Leben lang zu hören bekommen. Sei du bloß still, Jonathan. Ich sag nur Sesamstraßen, Abschlussfeier. Semester Sesamstraßen. Sesamstraßen, Abschluss. Semesterabschlussfeier, Mann. Ich hab das nicht gelesen, weil meine Maus denkt, das ist hier genau da. Sesamstraße. Oh mein Gott. Ach, Kinders. Ja. Mir hat jemand was ins Glas gemischt. Ja. Ja, damit kennt er sich aus. Natürlich. Wodka und das alle 15 Minuten. Keine weiteren Details. Warte, da kommt der Prof. Tut mir leid, ich krieg mich da nicht ein. Sesamstraßenabschlussfeier. Finde ich gut. Ich hatte so einen Versprecher schon mal bei Drogöchen-Popöchen. Ne? Von wegen, die gebührte Führungsrolle war? Der richtige Satz? Ich habe gesagt, die gebührt die Frühlingsrolle. Ach komm, Kinders. Sieht gut aus. Er lächelt. Er hat jetzt das Haus gekauft. Wir haben es geschafft. Kiara hat volle Arbeit geleistet. Tada! Hat er sogar noch fotografieren können, wa? Sehr gut. Sie haben es tatsächlich geschafft. Sie sind einfach der beste Prof Kruger. Dankeschön, Tomji. Das war vielleicht aufregend. Genau in dem Moment, als ich wieder auf meinen Stuhl saß, ging die Tür auf und Herr Bechtel kam herein. In letzter Sekunde, wie man so schön sagt. Er entschuldigte sich noch und erzählte was von einer betrunkenen Dame im Hausflur. Mup, mup. Agent Prof und Kiara auf heimer Mission. Geheime Mission. Gefällt mir. Du, das hätte Daumen drücken, jo, was braucht? Fight me! Oh Gott, mein Herz. Das heute Morgen war schon schlimm genug. Welches Herz?
Na, das, welches ich dir schenken werde. Boah. Träum weiter. Darauf trinken Henry und ich noch einen. Du findest auch immer einen Grund für einen Umtrunk, nicht wahr? Ja, warum nicht, ne? Ja. Man muss eben jeden Tag feiern, als wäre es der Letzte. Vielen Dank für die Anspielung, Norma. Oh. Das war gut. Okay, ich formuliere es anders, Tomji. Ja. Was du heute kannst entkorken, das verschiebe nicht auf morgen. Ich würde mich jetzt wieder auf dem Heimweg begeben. Wolf, Sie haben jetzt alles, was Sie für den Zugriff benötigen? Wolf? Warum hat er sich nicht gemeldet? Wolf! Wolf! Alle machen es immer so bespannt. Und da ist er doch. Alles gut. Sorry, Leute. Mein PC spielt wieder verrückt. Gabriela versucht scheinbar mit aller Kraft zu verhindern, dass wir herausfinden, wem das Haus gehört. Okay. Tja, Gabriela, das kannst du nicht ewig durchziehen. Tomji, verschaff du mir bitte den Zugriff auf den PC des Maklers. Ja, dann gib mir hier die... Und ich mach das schon. So, wir können hacken. Das kostet direkt mal 80 Bigs oder eben halt so hacken. Kinderchen, das hat Spaß gemacht. Auch die Versprecher haben Spaß gemacht. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat es genauso Spaß gemacht wie wir. Momentan habe ich irgendwo mit einem Knoten. Ich weiß nicht, was los ist. Keine Ahnung. Vielleicht bin ich so einer wie Norma, die auch nichts mehr auf die Kette kriegt und andauernd. Nein, alles gut. Kinderchen, ich freue mich. Bis zum nächsten Mal und danke fürs Vorbeischalten. Bis zum nächsten Mal und ciao.